denke mal, dass das das Spiel war, wenn jetzt hier der Abspann kommt. Jetzt, wo die Eindrücke noch frisch sind, keine Ahnung. Das Ende hat mich irgendwie sehr verwirrt. Ich werde mir da wahrscheinlich bei YouTube ein Video angucken, wie das Ganze zu verstehen ist. Allerdings fand ich das Ende auch irgendwie total genial. Also, so wie ich es dann wahrgenommen habe, war es echt der Bringer. Krass. Nach 33 Teilen haben wir, oder 34 Teilen haben wir das jetzt erstmal abgeschlossen. Also da haben die sich echt ganz schön ins Zeug gelegt. Weil das war jetzt ein Ende, womit ich jetzt nie gerechnet hätte. Dass wir letztendlich irgendwie, keine Ahnung, war, hä? Sind wir jetzt Comstock und Booker DeWitt haben wir jetzt gegeneinander gekämpft? Meinte er das auch mit, dass wir diese Selbstzerstörung in uns haben? Dass wir gegen uns selber kämpfen quasi? Oder wie darf man das verstehen? Oder warum haben wir in der einen Welt so gehandelt, wenn wir in der anderen Welt so gehandelt haben, wenn wir doch dieselbe Person sind? Da sollte man meinen, dass eine Person, die dieselben, keine Ahnung, Charakterzüge hat, dieselben ethischen Vorstellungen, dass man doch gleich handelt. Aber wenn die Welten anders sind, vielleicht handelt man deswegen dann anders. Das ist echt eine krasse Sache, muss man schon sagen. Und ich finde, das haben die extrem gut umgesetzt. Und ich fand es auch eigentlich ganz geil, dass man da so einen kleinen Kurzausflug nach Rapture City gemacht hat, in diese Unterwasserwelt, einfach nur so als kleines Gimmick. Das war schon echt, genial. Ein bisschen spirituell fand ich es schon, das Spiel. Das hätte man vielleicht. Aber ich glaube, es musste so sein. Es war ja diese Frage zwischen Glauben, Wissen, Sehen und Sein und Werden und generell allem zwischen verschiedenen Zeiten, verschiedenen Orten, verschiedenen Möglichkeiten. Das war ja echt krass. Und ich fand es auch überhaupt nicht schlimm, dass es so ein bisschen schlauchlevelig war. Es gab so manche Stellen, da war es so Open-World-mäßig gehalten, aber letztendlich war es trotzdem ein Schlauchlevel, weil man musste es so und so machen, um weiterzukommen, aber es hat überhaupt nicht gestört, also es war echt richtig gut. Jetzt weiß ich gar nicht, was die als nächstes machen soll. Das ist jetzt echt schade. Aber irgendwann ist es halt auch mal zu Ende, ne? Wie für unseren Booker. Die Frage ist jetzt, ist er wiedergeboren? Ist er tot? Ist er jetzt Comstock? Ist er jetzt Booker DeWitt? War er überhaupt mal? Gab es Comstock jemals schon? Aber ich glaube, ich verwirre euch hier nur noch. Web-Developer. Also es gibt ja echt scheiße viele Leute, die daran arbeiten. Da kann man sich gar nicht vorstellen, wie diese Arbeit vonstatten geht. Taste of Characters, Elizabeth's Voice, Elizabeth's Mocap, Lady Comstock. Ja, es waren schon extrem viele Leute auch dabei, ne? Also, Jeremiah Fink. Und dann dachte man eigentlich, man stößt diese Revolution an, stürzt den Herrscher und gut ist die Sache. Und dann nochmal so eine extreme Wendung, das ist echt echt krass gewesen. Aber man hat in den letzten 5 Teilen schon durchaus gemerkt, dass es langsam aufs Ende zugeht und es war echt ein gelungenes Finale, echt, kann man echt nichts zu sagen. Ich bin immer noch ein bisschen fertig und dazu kommt noch, dass ich extrem Hunger habe und dann ist es zu Ende bei mir. Ja, die Melodie ist echt gut. Gehölzte Sonne. Ja, das lief da in dem hier Musikladen da, wo der eine Riss drin war. Das war, fand ich gut. Das war auch so eine Art Easter Egg, fand ich. Also ein kleines Gimmick, fand ich gut gemacht. Um nochmal diese Verknüpfung zwischen verschiedenen Zeiten zu kriegen, fand ich echt gut.
und viel Chormusik. Das war eigentlich auch ganz gut. Also es hat die Atmosphäre halt noch gut unterstützt. Und ich bin gespannt, ob da vielleicht noch eine Cutscene kommt gleich. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die lassen einen da so ein bisschen im Ungewissen. Das glaube ich, das konnte ich mir bei dem Spiel gut vorstellen. Man war ja eigentlich einen Großteil der Zeit überhaupt im Ungewissen, deswegen also. Von daher. Jetzt kommen nochmal die ganzen Musikstücke. Waren schon viele, ne? The Sea Storm. Echt. Toypolka. Okay. Das ist wahrscheinlich, wenn da die Roboter rumgehöppelt sind. Und was kommt jetzt noch hier? Ach, das gab's bei Drakensang auch. Das sind Kinder, die in der Zeit geboren wurden, in der das Spiel produziert wurde, von den Leuten, die sich daran beteiligt haben. Echt, das finde ich eigentlich ganz schön. From the team. Ach, das ist ja auch süß. Ach, das finde ich aber cool. Dass sie da noch so Danksagungen reinschreiben durften. Finde ich echt gut. And coffee for their support, habt ihr eben gelesen. Er hat sich bei seiner Familie bedankt und bei allen seiner Freundin und seinen Freunden. Und beim Kaffee für die Unterstützung. Ah, das war gut. Das finde ich eigentlich echt eine geile Idee, dass sie da nochmal. Die Musik ist gut. Aber langsam wird's ja hier. Ach, da. Special thanks. Jetzt nochmal hier die Leute, die sich da nochmal speziell daran beteiligt haben oder die da nochmal geonnert werden von Irrational Games oder wie das heißt. The Bunker Studios, New York City. Krass, da haben wir es durch, würde ich mal sagen, ne? FX Willy. Intel. Aber das ändert mich echt verwirrt. Also er ist jetzt der Vater von Elizabeth. Sie heißt eigentlich Anna. Und er hat sie an Comstock gegeben. Ist aber irgendwie auch Comstock. Kann auch sein, dass ich mich damit vertue, dass er Comstock ist, aber so, ich glaube, der Rest stimmte. Valve war auch beteiligt, cool. Ubisoft Montreal. Da waren ja scheinbar echt mehr daran beteiligt als gedacht. 2K Australia. Und Team. Mhm. Design Team, das ist ja echt krass, also. Ich kann mir das doch gar nicht vorstellen, wie solche Leute arbeiten, also. Das ist dann der eine, macht das dann, und das dann irgendwie, das ist ja auch alles zusammenpassen, das finde ich. Also ich glaube, das ist echt anspruchsvoll. Jetzt zu Ende. Und nu, was machen wir nu? Deine Idee? Ich auch nicht. Vielleicht machen wir erstmal eine kleine Pause. Ich glaube, das werden wir nämlich mal machen. Eine Pause. Dann werde ich mich demnächst bei euch melden. This is mine. It's that one line I know. Ach, kommt doch noch ein Film. Okay. Yeah, kommt dann noch. My home was lonesome. Yeah. Went back home.
Now it's one too short. Because then it goes, what a home. So here, we'll play it one more time. Went back home mit dem Kaffee in der Hand, ich. Aber die haben eine echt entspannte Arbeit, scheinbar. What a home so sad and lonely. And then it's missing the next line. That's what I'm saying, like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then... And I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely. We're just missing one. We'll get the actual one. Can we run it through this video? Sorry. Diese Kameraführung, genial. In the glory, whose dear forms you often miss. When you close your earthly story, will you join them in their bliss? Will the circle be unbroken by and by, or by and by? There's a better. Should be like slowed down a little bit since it's the last verse. You can do that. Sounds otherwise, cool, there's like, well, otherwise there's just like an abrupt ending, right? All right. What I want to do, you guys are really, really, really good. What I want to do is make it worse. I want to take the tempo down a little bit if we can, and sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away in the beginning first, and then sort of start to play the song, and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. I want it to feel, you guys are so
excellent and professional. Yeah, no, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, sure, Sheryl Crow and Eric Clapton in a session. So he gets Eric Clapton, I get Sheryl Crow. Jo, what do you want, Jo? Rip. Yeah. Joplin. Xtina. Britney Spears and Seal. Was ist das? Kommt doch noch eine Szene, ich wusste es. Oder kann ich mich jetzt bewegen? Anna. Ich kann mich bewegen. Krass. Ich war schon... Anna? Ich hatte mich schon fast verabschiedet hier. Und dann kommt hier noch Anna. Sowas. Bist du das? Es geht scheinbar weiter. Die Zeitschleife. Ah, sind wir jetzt. Ist das das Menü, was das lädt, oder? Deswegen heißt es auch Infinite. Weil es eine unendliche Geschichte ist und unendlich viele Möglichkeiten. Das ergibt alles Sinn. Ja, und da sind wir im Menü, von daher, jetzt haben wir es offiziell durch. Und ich verabschiede mich jetzt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Erstmal werde ich jetzt eine kleine Pause einlegen. Und bis dahin will ich dann sagen, auf Wiedersehen und wie immer, tschüss.